Willkommen zurück zu Minecraft. So, in der letzten Folge hatten wir hier schon einen Huhn gezähmt, ein bisschen was gebaut und ich hatte einen Kommentar vom Red Butler. Lass mich mal kurz das Feld anlegen, dass er meinte, es wäre vielleicht besser, tagsüber zu bauen. Und deswegen crafte ich mir jetzt erstmal ein Bett. Ne? Und zwar hier. Dreimal Wolle und dreimal das und ein Bett und dann stehe ich das hier mitten in die Natur und schlafe erstmal ein bisschen. So, beim letzten Video hatte ich ja schon alles erklärt und gesagt und so weiter, was wir vorhaben, was wir machen. Demnächst werde ich auch mal zeigen, wie weit ich bei meiner eigenen Welt bin. Und ich habe beim letzten Mal irgendwie den Sound sehr leise gehabt. Das habe ich jetzt mal geändert. Vielleicht klappt es ja. Und man hört auch die Hintergrundgeräusche etwas besser, weil der Hund hat immer gebellt und hat es aber nie gehört. So. Jetzt brauche ich erstmal eine Kiste. Hier. Da. Und dann fangen wir auch mal an, gleich ein Haus zu bauen. Eine. Zwei. So. So, und jetzt stellen wir uns die hier hin. Und dann packen wir schon mal die Erde rein, die brauche ich momentan nicht. Und die Wolle brauche ich momentan auch nicht. Pilze brauche ich, glaube ich, auch nicht. Dann müsste ich noch Suppe. Ja, kann ich später machen, wenn ich wieder Hunger habe. So, Knochen habe ich noch, Knochenmehl. Okay, die habe ich noch, Kohle habe ich noch. Holz habe ich genug, vielleicht baue ich mir auch erstmal eine provisorische Holzhütte. Weil ich brauche dann eh erstmal einen Eimer und so weiter und so fort. Da ist noch eine Kuh. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen Weizen. Ja. So, dann setze ich die Bäumchen hier mal hin und pflanze mal schnell noch das Weizen. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Stein herkriegen. Stopp, hier noch was. Ah, hätte ich gleichmäßiger pflanzen können. An unserem Lavafluss. So, ich brauche eine Mine. Wo mache ich meine Mine hin? Soll ich die gleich neben das Haus bauen? Aber hier ist halt der Lavafluss. Hier wäre das. Ich glaube, die Mine machen wir dahin. Hier, das bietet sich da hier gleich an. Da, wo der Baum steht. Ich habe doch eine Steinaxt. Kann ich den gleich mal so wegmachen? Machen wir den Baum weg und setzen hier unsere Mine hin. Das Schöne ist hier dran, dass wirklich das jeweilige Werkzeug auch für den jeweiligen Untergrund da ist. Das heißt, man kann nicht mit einer Schaufel hacken und nicht mit einer Hacke richtig graben, sondern, also man kann es zwar auch, aber. Oh, hier haben wir schon die ersten schönen Steine. Die brauche ich dann noch. Ich glaube, ich baue mir gleich mal eine Steinhacke. Hör doch auf zu bellen. Was ist denn los? Ach so, ihr könnt euch ja mal, wenn ihr möchtet, einen Namen für den Hund überlegen. Weil mir persönlich fällt jetzt keiner ein. So, Erde brauche ich auch nicht. Also wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Hund nennen können, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Habe ich eigentlich schon einen Ofen? Nee, ich glaube, ich habe noch keinen Ofen. Ich brauche dann gleich mal einen Ofen. Aber jetzt buddeln wir uns hier erstmal durch. Den Stein benutze ich, den ich hier gerade gefunden habe, gleich noch zum Hausbauen oder Anfangshaus setzen. Denn wenn der glatt ist, gibt der ein schönes Muster. Sieht einfach gut aus. Das ist Erde, da ist noch welcher. Und dann braucht. Dieser Hund macht mich irre. Was soll denn der Käse? Hier, du stehst mitten in der Wand, ich muss da bohren, buddeln. Weg da, verdammt. So, jetzt brauche ich glaube ich erstmal Fackeln. Ich habe nämlich noch keine.
Aber ich habe Kohle. Scheiße, ich habe noch keine Sticks mehr. So. So. Und dann das dahin. Und das dahin. Jetzt machen wir uns mal ein paar Fackeln, damit wir die Höhle da unten auch ausleuchten können, was wir da überhaupt bauen. Hier eine hin. Und hier eine hin. So, und dann bauen wir hier mal wieder weiter ab. Ne? Dass wir hier mal ein bisschen was. Oh, da unten ist noch so Stein. Ich hoffe nur. Ach, verdammt, der ist überall. Da muss ich da eine Treppe hinsetzen irgendwie. Oder ist das jetzt eine andere? Ja, shit, das ist der andere. Es gibt zwei. Der eine wird hellblau, der andere wird dunkelblau. Ich hätte jetzt am liebsten nur eine Sorte gehabt, das wäre mir persönlich lieber gewesen. Nur nicht zu weit in die falsche Richtung, sonst verbrennen wir in der Lava. Ich habe hier gerade irgendwie eine Fledermaus gehört, kam mir jedenfalls vor. So, noch eine Fackel hier hin und noch eine Fackel dahin. Und dann, ja, ich glaube, hier ist irgendwo eine Fledermaus. Das heißt, wir sind hier irgendwo auf dem Weg in irgendeine Höhle. Und den Stein hier bauen wir erstmal komplett ab. Dann können wir uns vielleicht schon mal die Anfänge vom Haus bauen. Wenigstens so ein bisschen. Ich höre, glaube ich, auch Skelette. Irgendwo da sind Skelette und eine Fledermaus, so wie mir das vorkommt. Ah, stopp, da ist noch eine. So, jetzt machen wir uns mal die Anfänge fürs Haus. Das kann man auch ohne Table machen. Aber ich mach's jetzt mal schnell mit. So, jetzt bauen wir hier unseren ersten Raum. Ja, geh mal rüber. Hier, soll's weg. Weg! Geh weg! So, würde ich sagen, dass wir das hier erstmal. Hierher, nee, stopp, das war einer zu weit. Den machen wir wieder weg. Und dann machen wir hier weiter. So, das ist jetzt erstmal nur provisorisch gemacht. Da kommt ein Fenster rein, da kommt ein Fenster rein. Da mal ein Fenster rein. Weil der Stein, ach, verdammt. Weil der Stein reicht sowieso hinten. Und machst du dich jetzt mal hier aus dem Fenster raus? Gibt's da nicht. Hatte ich schon Sand? Ne, Sand habe ich noch nicht abgebaut. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich hier Sand finde. Da unten. Weil wir brauchen hier auch Glas. Bauen wir schnell mal ein bisschen was ab. Oh, da sind Schafe, die holen wir uns dann später. So. Da ist noch ein Fliegenpilz, den nehme ich auch gleich mit. Okay. Jetzt gehen wir dahin zurück. Mal wieder dahin zurückgehen und kurz noch hier ein bisschen Holz hacken, weil ich brauche das für den Ofen. Den bauen wir jetzt gleich. Und dann schmelzen wir da unser Glas. Ich hasse das, dieses letzte Stück, ey. Ich habe aber jetzt keinen Bock, hier einen Block unter mich zu setzen. Da ist noch einer. Nee, lass ich jetzt hängen. Ist mir egal. So, jetzt bauen wir uns hier daneben unseren Ofen. Stopp. Das muss ich mit dem Crafting Table machen, anders geht das nicht. So, einmal ringsrum und dann haben wir hier den Ofen, den ersten. Und der kommt hier hin, da können wir uns auch gleich. Ne, stopp, erst mache ich das Glas, dann das Fleisch. So, gehen wir wieder runter. Zurück in die dunkle Höhle, da können wir dann nachts überbuddeln. Und tagsüber können wir unser Haus bauen und unser Feld machen. Da haben wir, also dann verschlafen wir die Zeit nicht. Weil das Spiel heißt ja auch Minecraft. Also die meiste Zeit seid ihr irgendwo unter der Erde und buddelt irgendwas frei. Und ich höre hier als irgendwo eine Fledermaus. Und Schafe? Aber in der Höhle können keine Schafe sein. Düster, dunkle, grausame Musik.
Ich glaube, wir kommen dieser Fledermaus immer näher. Hier, du gehst mir ein bisschen auf den Keks. Mach dich doch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung! Ich wollte dich nicht schlagen, es tut mir leid. Hier, du kriegst ein bisschen verfaultes Fleisch. Fleisch. Ja. Hey, komm zurück. Ich wollte dich nicht hauen hier. Warte mal, machen wir es mal so. So, jetzt. Jetzt freut er sich hoffentlich wieder. Ich will den jetzt aber auch nicht da alleine oben sitzen lassen, weil ich kann ihn ja hier vielleicht gebrauchen, weil wenn ich irgendwo auf Tiere oder naja, Tiere, Skelette oder sowas treffe, das ist schon schöner, wenn man da vielleicht einen Hund dabei hat. Nur irgendwo hier unten kommt es mir so vor, als ob hier irgendwo halt eine Höhle ist. Ich höre immer irgendwelche Geräusche. So, mal gucken, ob wir das noch schaffen mit dem Haus. Ich muss dann gleich mal noch so einen Klotz abbauen. Ja, hör auf zu bellen und spring mir bitte nicht wieder an die Axt rein. So. Ja, geht doch schnell hier mit dem Abbauen. Wenn die Hacke durchhält. Ah, ich habe noch eine. Gott sei Dank. So. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Als Mine ist das Ding sehr gut geeignet, da werden wir bestimmt viel finden. So, hier ein kann ich springen, das heißt, ich muss hier hoch. Baue ich mir hier mal eine Treppe durch. So, und was ist das jetzt? Achso. Okay, so und dann, oh, es ist schon dunkel. Fackeln. Ich brauche Fackeln, damit man was sieht. So. Und weil halt der Red Butler gesagt hat, im Dunkeln sollte man nicht arbeiten, machen die meisten jedenfalls so. Da gebe ich dir recht, aber wir haben ja Fackeln. Können auch im Dunkeln arbeiten. So, und hier ein bisschen das Feld beleuchten, damit es vielleicht im Dunkeln weiter wächst. So. Dann hier noch eine Fackel hin und da noch eine Fackel hin. Und vielleicht wächst das da im Dunkeln weiter. Dann müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir irgendwo noch was herkriegen. Oh, da sind noch Fliegenpilze. Jetzt hören wir mal auf, als zu bellen. Gibt's da nicht. Die nehme ich noch mit. Kann ich mir nochmal eine schöne Suppe von kochen. So, jetzt springen wir mal ins Haus rein und gucken mal, ob das Glas fertig ist. Ja, dann machen wir gleich mal unser Fleisch. So, und dann craften wir mal das Glas. Ich hätte, glaube ich, nicht so viele gebraucht, aber ist egal. Besser man hat, als man hätte. Dann machen wir hier, stopp, jetzt eine Tür noch schnell. Ich mache die aber aus dem hier. Weil die Türen je nach Dingen sehen auch verschieden aus. So, die mache ich aber von. Mach ich die von innen oder von außen? Ich glaube, die mache ich lieber von außen. So, machen wir. Ja, so ist schöner. So. Jetzt hätten wir das. Jetzt setzen wir die Fenster ein. Wo habe ich die da? Und dann entsteht hier wirklich schon mal so ein kleines Häuslein, beziehungsweise der Anfang des Hauses. Machen wir zwei rein, da mache ich eins rein, da mache ich eins rein und dann brauche ich noch den Stein. Ich hoffe, das ist der richtige. Scheiße, was mache ich denn hier? Weil, wie gesagt, die sehen ähnlich aus. Ich kann das kurz zeigen. Ne, das ist ja derselbe. Ja, ich hatte da noch den anderen. Da war das jetzt alles nur. Ah ne, da ist er doch hier. Genau, die sehen ähnlich aus, aber wenn man dann das hier macht, dann sieht man hier so einen leichten Farbunterschied. Und den nehmen wir jetzt mal hier rein und den, damit würde ich den Fußboden machen. Muss ich noch gucken. Das ist der richtige, genau. Oder? Nee. Ich glaube. Nee, das ist der falsche. Ha! Oh, Zombie. Zombie, irgendwo Zombie. Ich habe einen gehört.
Wo ist der Hund, wenn man mal braucht? Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich nehme mal hier eine Probe kurz. Von dem. Das ist Deodrit. Okay, das ist dann der hier. Der müsste jetzt farblich passen. Ja. Okay. So, 4 hoch. Und dann haben wir hier schon mal unser ersten Teil vom Haus und dann werden wir noch einen Lagerraum bauen, würde ich sagen. Stopp, ich muss hier noch ziehen. Und wer da jetzt nicht an Creativerse denkt, da weiß ich auch nicht weiter. Shit. Was war das jetzt? Da oben hängt irgendwie noch ein einzelner Klotz. Den hier habe ich mit Absicht erstmal freigelassen. Stopp mal, ich kann ja auch mal übers Fenster. Na, was sind das jetzt? So. So, da noch. Da, stopp, da soll das Fenster. Na, egal. Von außen sieht das Ganze jetzt etwas wuchtig aus, aber von innen nicht. So, jetzt mache ich den hier oben rein. Und später werden wir das Ganze noch erweitern. Dann kommt da noch eine Treppe hin, zweite Etage und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal für die Nacht reicht der Stein nicht. Ich könnte kotzen. Nee, stopp, passt schon. So, und dann machen wir hier noch ein großes Fenster rein. Müssen wir das Ganze noch beleuchten. Da kommt hier eine Fackel rein. Und jetzt sieht man hier leicht diesen Unterschied von blau zu blau. Und jetzt muss ich den hier mal ab. Nee, das war. Was war denn das jetzt? Ich sehe es nicht, ich muss noch mal kurz einen abbauen. Das war. Aha, okay. Kommst du mit? Hund? Hund? Hallo Hund? Na dann nicht. Dann bleib halt drin. So, und dann werden wir uns einen Holzboden verlegen, würde ich sagen. Hä? Ist doch dabei. Verstehe ich auch nicht. So, hier, muss ich gucken, welcher war das jetzt? Ich glaube, das war der falsche. Ich glaube, ich brauche den hier unten. Ja, den brauche ich. Waren ja nicht mehr viel. Baue ich jetzt noch schnell ab. Die Folge wird jetzt auch wieder etwas länger. Aber wir wollen ja wenigstens schon mal ein bisschen was hier gebaut haben. Boah, hier steht er. Du bist hässlich. So. Oh, noch einer. Scheiße. Unten. Oh. Den nicht an an das Haus lassen. Ach, shit. Verdammter Creeper. Hat mir hier schon eine Höhle freigesprengt, ey. Ich mach das jetzt mal kurz mit der Hacke. Ich weiß nicht, wo ich jetzt meine Schaufel habe. Wie, da unten ist alles voller Wasser? Das ist ja total beschissen. Wie soll man denn hier vernünftig bauen? Naja. Wenn wir sehen. So, jetzt baue ich erstmal kurz das Haus hier fertig. So. So, und jetzt haben wir die hier. La. So. Ja, hör zu bellen. So. Und jetzt würde ich sagen, ich würde sagen, ich beende jetzt mal kurz die Folge oder wollen wir schnell mal am Boden einziehen? Könnten eigentlich noch schnell, ganz schnell einen Holzboden einziehen. Das dauert ja auch nicht lange. Wird die Folge also 25 Minuten lang. Machen wir das noch eben schnell. Da ist der erste Raum von unserem Haus fertig. Und das Schöne ist, man kann hier alles terraformen. Das heißt, ich werde die Erde nochmal benutzen, um hier dann später alles eben zu setzen. So, was haben wir denn für verschiedene Holzarten? Müsste. Ne, das ist jetzt schon wieder eine komplett andere Holzart. 18 reicht nicht. 21. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Stopp, das machen wir anders. Jetzt erstmal außen rum. Und dann gucke ich mal, ob ich innen was anderes nehme. So. Wo ist die Axt da? Nehmen wir unten für innen. Nehmen wir das hier. So. So, wo war jetzt die Tür? Die muss ich nochmal da hinsetzen. Von außen dran.
Ein Schaf hat sich zu uns verirrt. So, und jetzt machen wir hier noch eine Fackel und noch eine Fackel. Und da noch eine Fackel. So. Über Fenster noch eine Fackel. Da müssen wir jetzt nicht lange fackeln. Hier könnte eigentlich noch ein Fenster rein. Oh, schon wieder er. Hau doch mal ab, ey. Ach nee, das war der Zauberer. Ja, lass mal meinen Hund in Ruhe, du Spinner. Ich hoffe, der überlebt das jetzt. Nicht, dass der stirbt. Trank der Heilung. Okay. Ich gebe den jetzt mal das verfaulte Fleisch. Vielleicht fühlt er sich danach besser. Und ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Das wäre schlecht. Ah, okay, er hat es überlebt. Und jetzt würde ich sagen, komm jetzt hier rein. Komm hier rein. Ich habe die Schnauze voll. So, jetzt stellen wir unser Bett hier in die Ecke und dann machen wir aus. So, damit beende ich dann jetzt die zweite Folge von Minecraft. Komm hier jetzt. Komm, Fifi. So, damit beende ich jetzt die zweite Folge von Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, abonniert meinen Channel, wenn ihr noch ein bisschen mehr Baukunst erleben wollt. Und was gibt's noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Außer macht's gut. Und wo ist jetzt die Scheibe? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.